Tja, und damit sage ich wieder mal herzlich willkommen zu Let's Oracle FIFA 19 mit Werder Bremen. Der Wunderball ist wieder am Start. Es ist ein gutes Omen, zumindest hier im Oracle, denn bei Werder läuft es momentan nicht gut. Man hat das letzte Spiel, was wir 4:1 für Werder orakelt haben gegen Düsseldorf, leider 1:4 verloren. Also da hat irgendwas komplett nicht geklappt. Mal sehen, wie es heute läuft. Für Werder sind es jetzt schon die Spiele der Entscheidung, wenn man also nach Europa will. Da muss man jetzt also aus den letzten 3 verbleibenden Saisonspielen dann auch das Maximum an Punkten rausholen. Und es wird keine leichte Aufgabe. Heute zum Beispiel zwar zu Hause im Bremer Weserstadion, was wieder restlos ausverkauft ist, auch wenn hier Schiedwetter ist, geht's gegen Borussia Dortmund, die ja letztendlich auch immer noch gepusht sind und ihre Chance wahren wollen, wieder Anschluss zu finden an die Münchner Bayern, um noch im Titelgespräch ein Wörtchen mitreden zu können. Tja, und für Werder geht's heute gegen Dortmund. Wie gesagt, das ist nicht gut. Dortmund richtig gepusht, zuletzt unglücklich auch Punkte liegen gelassen und Bayern ist einfach dann auch an den Dortmundern vorbeigezogen. Also man ist hier auf jeden Fall hochmotiviert. Werder, die ja momentan auch einen Knacks weg haben. Die Serie ist seit den Bayer-Spielen bei Werder gerissen. Zwar trifft man noch, aber letztendlich verliert Werder momentan die Spiele gegen Düsseldorf. Ich glaube, da waren die Köpfe noch nicht wieder klar von den beiden unglücklichen Spielen. Allen voran das Pokalspiel, wo Werder durch einen gegebenen Elfmeter letztendlich aus dem Pokal geflogen ist. 1:4 gingen wir in Düsseldorf-Baden. Das soll heute natürlich anders werden, wobei, wie gesagt, es ist nicht einfach. Der Trainer ist dabei, den stellen wir aus. Die Pille wird gleich getreten, Glücksball bitte. Wirke nicht nur hier bei FIFA, sondern letztendlich auch bei Werder. Muss doch machbar sein, dass wir das irgendwie hinkriegen. Stellen wir eben hier die ganzen Einstellungen ein. Auch das klappt ja schon super. Delaney ist hier, glaube ich, auch das erste Mal wieder in Bremen, im Weserstadion. So, jetzt gilt's. Wir mussten ein bisschen umstellen durch die gelben Karten, durch die Sperre von Moisander. Habe ich jetzt einfach mal Friedel mal in die Aufstellung genommen. Ansonsten das gewohnte Bild bei Werder. Und erster Fehlpass, Sahin. Verliert den Ball gegen Reus. Wobei, das ist auch nicht richtig von FIFA. Also, Reus hat ja die rote Karte gekriegt, also von daher. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, Reus ist im Geiste immer mit dabei. Fehlpass! Oh Mann, ey. Langkamp. Spielt erstmal zurück auf Pavlenka. Wieder Dortmund mit Delaney. Götze. Götze. Götze auf Guerrero und erste Riesenchance in diesem Spiel für Götze. Hier sehen wir es. Da hat nicht viel gefehlt. Und das zeigt euch hier auch schon ganz klar, mit was für einem Gegner wir es hier zu tun haben. Die Dortmunder sehr, sehr präsent, drücken uns hier in die eigene Hälfte. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Schön geschickt. Jetzt hat Selassie ein bisschen Platz. Flanke nach vorne, aber da ist Akanji. Klasen. Schön rausgelegt auf Augustinsson. Der bringt die Flanke rein. Birki kann erstmal retten. Friedel. Und da war es, glaube ich, Rashica, der es mal direkt probiert hat. Werder kämpft sich also auch hier die Chancen. Hier musste Rashica auch schnell handeln. Da waren leider schon 2 Gegenspieler direkt vor ihm. Die wissen natürlich auch, was er für einen Lauf hat in dieser Saison. Mit der einer der besten Torschützen bei Werder. Birki mit dem Abschlag. Lässt sich hier viel Zeit. Aber der zweite rot gesperrte Spieler Wolf ist auch auf dem Platz. Also rein formal können wir das Spiel jetzt schon eigentlich als Sieg für uns abhaken. Denn die Spieler darf Dortmund ja gar nicht aufstellen. Tja, rote Karten, gelbe Karten. Das scheint also FIFA dann doch nicht zu berücksichtigen bei diesen Online-Partien. Delaney. Spiel flacht gerade so ein bisschen ab in der 15. Minute. Delaney sehr präsent. Guerrero wird nicht mehr in den Ball kommen. Selassie entscheidet sich für den Rückpass auf Pavlenka. Friedel.
Oh, schön auf Rashica. Rashica sieht ja, dass da in der Mitte jemand ist. Leider geblockt. Sonst wäre es wirklich eine sehr gute Chance geworden. Oh, Fehlpass. Gleich wieder von Şahin. Schön gesehen, Eggestein, mach es, Junge! Oh. Akanji rettet quasi auf der Linie. Das war, glaube ich, die größte Torchance bisher in diesem Spiel. Der hätte gut gepasst. Ne, der wäre vorbeigegangen. Jetzt in der Wiederholung sieht man es. Ecke. Kruse. Friedel. Bringt den Ball nochmal rein. Holt nochmal eine Ecke raus. Wieder gegen die Delaney. Also, der ist hier sehr präsent in diesem Spiel bisher. Das war nix. Friedel versucht mal an die Latte. Mein Gott, Marco Friedel, was war das denn für ein Schuss? Junge, 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 Junge. Da packt er ja ganz neue Talente hier raus. Kruse verliert hier den Ball. Und Götze lauert vorne auf den Konter jetzt wieder über Delaney. Absolute Schnittstelle heute im Dortmunder Spiel. Guerrero. Selassie. Was? Lässt den Ball liegen? Ach, gibt Freistoß. Ich wollte gerade sagen, also Theo. Theo. Oh, fällig. Schön, Osako, den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Auf Eggestein. Auf Kruse, kommt da dran, Kruse! Oh, und kriegt dann aber keinen Druck mehr auf den Fuß. Ja, das Spiel wird munterer und Werder nimmt sich so nach und nach die Spielanteile. Jetzt ein Konter. Über Sancho. Wird hier aber abgedrängt von Ludde. Schön, wie Werder das jetzt hier spielt. Schön gemacht. Selassie jetzt wieder Platz. Weite Flanke ins Zentrum, da ist keiner. Und wieder der Konter. Wieder mit Reus und Götze. Reus darf gar nicht hier sein, ist aber trotzdem da. Die Bremer Bank protestiert. Aber der Schiri lässt einfach weiter spielen. Langkam hält seinen Schlappen dahin. Jetzt über Osako. Versucht Rashica ins Spiel zu bringen. Aber alles sehr eng hier. Bisher 0:0, geht noch völlig in Ordnung. Größte Chance. Hier hatte jeder schon. Ich würde sagen, Werder Chance war noch ein bisschen besser. Guerrero. Auf Reus. Bringt die Flanke rein. Friedel! Kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Der Mann, der hier diesen wunderbaren Lattenhammer ausgepackt hat und rettet hier zur Ecke. Ich glaube, es ist sogar die erste Ecke von den Dortmundern. Ich könnte mich aber auch täuschen. Guerrero. Eggestein. Stört hier. Immer noch die Dortmunder, Witzel, Kopfball und Pavlenka kann den Ball aufnehmen. Werder spielt jetzt hier schnell, das ist gut. Osako, oben ist jetzt Ludde Augustinsson frei, das gut gesehen. Oh! Wieder ein guter Schuss von Rashica, aber noch keine große Gefahr für Roman Bürki. Götze. Reus. Sancho. Wieder von Augustinsson hier abgetackelt. Ah, verdammt. Osako. Gute Idee, aber dann hat er zu lange gewartet mit dem Pass. Jetzt vielleicht nochmal Kruse. Wird hier gelegt. Gibt es das Elfmeter? Nein, was war das denn? Osako, Mann, du hättest doch schießen müssen. Meine Fräse. Da lässt Osako den Ball einfach liegen. Riesenchance. Und der Schuss war auch gar nicht mal so gut. Nachspielzeit läuft in der ersten Hälfte. Es wird ja vermutlich mit 0:0 in die Pause gehen. Ja, und Werder hätte schon auf jeden Fall ein Tor machen können. Götze. Guerrero. Delaney. Bisschen untergetaucht, aber immer noch da. Reus. Witzel. Und jetzt hat Werder das Ganze in den Griff bekommen. Und jetzt ist auch erstmal Schluss. Die ersten 45 Minuten gehen hier
letztendlich zu Ende. Und wir sehen ein munteres Spielchen. Beide Mannschaften spielen sehr offensiv, kreieren immer viele gute Chancen. Und beinahe hätten wir ja schon ein Tor gesehen. Wir gucken einfach mal auf die Stats. Insgesamt Werder noch ein bisschen bemühter. Das gab also eine sehr gute Phase so zur Mitte, Ende der ersten Halbzeit. Und insgesamt gute Leistung hier. Osako ein bisschen unglücklich in seinen Aktionen. Ansonsten aber Friedl, der heute in der Innenverteidigung von mir aufgestellt wurde, packt da wirklich mal den Knaller raus und haut den Ball an die Latte. Das war für mich die Szene aktuell in der ersten Hälfte. Und jetzt sind wir schon in den 42 Minuten. Jetzt gilt es also für Werder, wenn man denn gewinnen will, dann muss jetzt hier ein Tor fallen. Es wird nicht ohne dem gehen. Reus. Guerrero. Oh, gefährlich. Langer macht das hier bislang gut. Schön, wie Werder das hier stretcht, das Spiel. Auch wenn nicht jeder Pass ankommt, aber das gefällt mir heute sehr gut. Sancho. Delaney, er kämpft hier den Ball. Sehr gut. Und jetzt haben sie noch ein bisschen Platz. Schön. Und jetzt vielleicht nochmal der Pass in die Mitte. Auf Sahin, aber zu kurz gespielt. Kruse kann hier allerdings den Ball rebounden. Sahin. Bisschen umständlich, was Werder jetzt hier zeigt. Jetzt schön gesehen, dass Augustinsson frei ist. Flanke kommt rein und gibt Ecke. Wir gucken mal, was auf der Bank angeboten wird. Bargfrede, nee, der ist verletzt. Hier nochmal der Schuss von Davy Klaassen. Und jetzt die Ecke. Kruse. Ah, verdammt. Friedl versucht es nochmal, aber der erste Versuch war deutlich besser. Aber er versucht es und das ist schon mal gut. Sorgt auf jeden Fall für einen guten Eindruck. Er vertritt heute Niklas Moisander, der wegen einer Gelbsperre nicht dabei sein kann. Kruse. Sahin. Ah, wieder kommt der Ball nicht an. Und was war das denn hier aus dem Hinterhalt? Der Schuss von Max Kruse, das hatte ich so gar nicht gesehen. Aber irgendwie ist der Ball hier dann bei Max Kruse und der versucht es einfach mal. Und Roman Bürki lenkt den Ball zur Ecke ab. So, wir müssen jetzt unsere Geheimtaktik auspacken. Langer Pfosten. Komm, Werder, mach das Tor. Und nochmal Friedl. Und diesmal kackt er komplett ab. Jetzt ist er übermütig. Götze. Diallo. Schafft Werder es zumindest den Rekord wieder aufleben zu lassen, zumindest in jedem Spiel zu treffen. Das wäre aktuell gleichbedeutend, auch mit 3 Punkten. Aber es ist noch zu viel Zeit auf der Uhr, als dass wir jetzt hier schon davon reden können. Werder pusht sich wieder ran über Augustinsson. Der zieht nach innen. Und jetzt Osako in der Mitte. Das bringt nichts. So, jetzt wird hier gewechselt und jetzt stehen sie alle hier auf im Bremer Weserstadion. Das kann nur eins bedeuten. Osako geht raus und es kommt Claudio Pizarro, der hier wieder die Hoffnung auf den Schultern trägt, der Werder-Fans. Vielleicht hat er seinen Moment, kommt heute sogar ein bisschen eher, hat also jetzt fast eine halbe Stunde Zeit, sich hier einzubringen. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Glück, als es Yuya Osako hatte. Augustinsson bringt die Flanke rein. Da haben wir ihn auch, den Peruaner. Klaassen versucht es auch nochmal mit der Wumme. Schuss aus dem Hinterhalt. Werder versucht heute viel mit Fernschüssen. Und jetzt haben sie Roman Bürki auch warm geschossen. Wieder Ecke. Kopfball von Langkamp, so wie ich das richtig gesehen habe. Geht leicht rüber. Aber die Offensivaktionen summieren sich hier so langsam. Werder aktuell das bestimmendere Team. Aber Dortmund darf man für keine Sekunde unterschätzen. Über Wolf. Rashica. Schöne Balleroberung von Max Kruse. Schön, wie Werder das hier löst. Oh, in den Rücken gespielt und da ist der Ball weg. Mario Götze jetzt schneller Konter. Reus. Peruanische Zauberkunst eben am Ball. Aber hat leider nichts über Brun Larsen.
Selassie holt sich den Ball. Verliert ihn gleich wieder an seinen ehemaligen Kumpel, Delaney. Und jetzt Diallo. Bringt er die Flanke rein. Augustinsson, Ball ist immer noch gefährlich und Friedl mit einer super Rettungstat. Wolf. Witzel. Meine Güte. Wenn Dortmund vor den Kasten kommt von Werder, dann wird's gefährlich. Aber der Ball ging ein gutes Stück drüber. 71. Minute. Wir haben noch nichts vom Pizarro-Effekt gemerkt. Oh, Ballverlust. Şahin. Schön gesehen. Selassie ins Spiel gebracht. Und nochmal verlagert auf Augustinsson. Super Pass. Jetzt Augustinsson bringt die Flanke in die Mitte. Şahin versucht auch nochmal mit einem Distanzschuss. Aber auch der geht. Daneben haben wir noch was auf der Bank zu bieten. Wir müssten nochmal konditionell eigentlich wechseln. Kruse ist platt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal Klaassen raus und bringen dafür nochmal Kevin Möwald. Volle Pulle. Auch Rashica können wir rausnehmen. Bringen Jojo Eggestein. So, volle Offensivpower jetzt hier. Frische Stürmer, frisches Mittelfeld. Und die letzten 15 Minuten in dieser Partie laufen. Kriegt Werder es noch hin, hier ein Tor zu machen? Oder bleibt es beim 0:0? Kommt vielleicht auch Dortmund nochmal durch. Die Klasse hätten sie. Reus. Schickt Paco Alcácer, der inzwischen auch in der Partie ist. Reus. Da muss einer hin. Gefährlich. Und das passiert. Der Joker Paco Alcácer umspielt die Werder-Abwehr. Langkamp geht da nicht mehr hin. Kommt da nicht mehr hin. Selassie kann nicht mehr eingreifen. Und dann ist auch Jiří Pavlenka machtlos. 0:1. Wie bitter ist das? Unter die Achseln durch. Paco Alcácer wird wieder seinem Ruf gewahr, Top-Joker zu sein. Und jetzt ist es für Werder natürlich eine ganz bittere Angelegenheit. Eben noch haben wir von 3 Punkten geträumt. Jetzt laufen wir 1 Punkt hinterher, bevor man hier die nächste Niederlage in Folge einnimmt. Möwald. Verliert den Ball, läuft da in Reus, das hätte er wissen müssen. Jadon Sancho. Oh, Stil von Picasso, hätte ich beinahe gesagt. Reus. Alcácer. Delaney. Jetzt läuft der Ball bei den Dortmundern. Wieder Brun Larsen. Diallo. Wird faul gepfiffen. Das nimmt natürlich viel Zeit von der Uhr. Jetzt kommt nochmal Pulisic für Sancho in der 83. Minute. Und Dortmund hat alle Vorteile auf ihrer Seite. Jetzt auch nochmal ein Freistoß. Da haben sie ihre Spezialisten für. Werder kann es erstmal abwickeln. Abgefälschter Schuss. Pavlenka ist da. Jetzt muss Werder das Spiel schnell machen. Pavlenka wirft den Ball auf Augustinsson. Möwald, der ist noch frisch. Wunderschön gesehen. Jetzt geht vielleicht noch was. Da ist Kruse. Kruse macht das 1:1. 87. Minute. Da ist die Freude groß. Meine Güte, das war richtig gut vorgetragen, dieser Spielaufbau. Und Roman Bürki kann es nicht fassen. Hier sehen wir es nochmal schön. Eggestein sieht Kruse und der zieht sofort ab. Roman Bürki, keine Chance. Somit hier spät auch gleich der Ausgleich. Geht hier noch was? Jetzt haben natürlich beide Mannschaften wieder 1 Punkt. Für beide ist es zu wenig. Das heißt, das können nochmal ganz tragische Minuten werden im Bremer-Weser Stadion. Wir schauen uns das an. Dortmund wieder am Kommen über Pakalser. Werder holt sich den Ball. Verliert ihn gleich wieder gegen Delaney, der heute unglaublich viele Balleroberungen hat. Und da ist wieder Selassie. Jetzt, unten muss einer kommen, unten muss einer kommen. Da kommt auch einer. Nein, komm, den Pass. Goddammit, da sollte der gar nicht hin. Und dann ist der Ball weg. Nein, wie bitter. Der Pass sollte eigentlich ganz woanders hingehen. Nachspielzeit läuft. Werder legt hier nochmal alles in die Waagschale. Und Selassie kann nicht mehr, wird hier überlaufen von Brun Larsen.
auf Alcacer. Das ist keine Herausforderung für Pavlenka. Der haut den Ball nochmal weit nach vorne. Aber jetzt ist Schluss im Bremer Weserstadion. Ein gutes Spiel geht zu Ende, aber leider auch nur mit einem 1:1, was für beide Mannschaften zu wenig ist. Werder braucht die drei Punkte genauso wichtig wie die Borussia. So ist es hier. Alcacer macht das 1:0 und Max Kruse sorgt dann für den späten Ausgleich. Ihr könnt hier mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Mal sehen, wie es letztendlich dann läuft. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wer nochmal mehr Werder sehen möchte, der kann gerne in meine Karriere reinschauen, die ich mit Werder spiele. Findet ihr auch in diesem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.